Viele YouTuber klagen derzeit, dass sie trotz hoher Besucherzahlen kaum noch Geld verdienen. Speziell YouTuber, die über Spiele wie Call of Duty berichten, sind sehr stark betroffen. Weiteres nach dem Intro. Der Call of Duty YouTuber PrestigalsKey mit über 1 Million Abonnenten hat am Sonntag ein Video veröffentlicht, wo er darüber spricht, dass er mit vielen Entmonetarisierungen seiner Videos kämpft. YouTube schaltet neuerdings auch Videos mit zum Beispiel vulgärer Sprache, Katastrophen und Tragödien, sexuellen Inhalten und Themen im Zusammenhang mit Krieg, teilweise keine Werbung mehr. YouTube macht dies, weil viele Firmen wie zum Beispiel AT&T aufgrund von geschalteter Werbung vor zum Beispiel rassistischen Videos keine Werbung mehr auf YouTube schalten möchte. YouTube reagiert darauf. Jetzt können Unternehmen entscheiden, ob sie auf Videos mit Risikoinhalten wie zum Beispiel Marihuana Werbung schalten wollen. Damit YouTuber mehr Geld wieder verdienen, schlägt YouTube vor, dass sie mehr werbefreundliche Videos produzieren sollen. Das Problem bei den Entmonetarisierungen ist wohl, dass YouTube COD nicht von wirklichen Krisen unterscheiden kann. Der YouTuber Chaos X Silencer macht ein Experiment. Er hat ein 2-minütiges Video hochgeladen, wo er eigentlich nur sagt, dass seine Milch abgelaufen ist. Dieses verglich er dann mit einem Video über Call of Duty. Das Video mit der Milch hat nur ein Drittel der Aufrufe und die Hälfte der Wiedergabezeit. Er habe aber mit dem Milchvideo 4-mal mehr Geld eingenommen. Mit der Ankündigung des neuen Call of Duty Shooter spitzt sich die Lage zu, da dieser an reale Ereignisse angelehnt ist und deswegen offenbar besonders von YouTube bewertet wird. Wenn der Trend sich fortsetzt und auch andere Spiele betroffen sind, kann das die Gaming-Szene auf YouTube zerstören. Alternative Plattformen wie Twitch oder Spendeaufforderungen mit Hilfe von Patreon werden immer attraktiver. Wie findet ihr die Entwicklung? Denkt ihr, dass sich der Trend fortsetzt? Schreibt's in die Kommentare. Wenn ihr über alles auf YouTube Deutschland aktuell, qualitativ und schnell informiert werden möchtet, abonniert meinen Kanal.